So, und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich muss mal eben checken, ob die Technik funktioniert. Mein Mikro schlägt aus, Sound schlägt aus. Ich hoffe, ihr habt Sound. Oh, was ist mit dem... Irgendwie habe ich heute hier so mega Farbprobleme. Ich glaube, das passt einigermaßen. Herzlich willkommen, Camper Mega und Flampingo sind am Start. Wie im Titel schon steht, Woche 3. Es gibt neue Items. Und ich brauche noch ein Item übrigens aus Woche 1. Das müssen wir mal ganz schnell noch machen. Ich zeig's mal eben kurz. Da. Okay, genau. Diesen Bart brauche ich noch aus Woche 1. 6 Tage sind noch Zeit. Dann gibt es hier... Ich verstehe nicht ganz. Ich dachte immer, diese Items hier wären das, was hier rechts abgebildet ist. Aber das stimmt gar nicht. Genau, dann fehlt mir noch Woche 2, muss ich noch komplett machen. Ist jetzt nicht ganz so hübsch geworden. Und Woche 3 ist wieder deutlich cooler. Fußballset. Warte, bekommt man das Fußballset, wenn ich die ganze Woche komplett habe? Ich glaube ja, ne? Sprich, wenn ich das Ganze hier fertig habe, bekomme ich das hier. Habe ich das richtig verstanden? Das wäre natürlich richtig cool. Hä? Wo sind denn die Stream-Avatars hin? Da sind sie. Okay. Im Titel habe ich auch schon reingeschrieben. Geheimnis. Es wird heute noch ein Geheimnis geben, was ich euch zeigen möchte. Da warten wir noch, bis die Leute kommen. Ich würde einfach sagen, ich fange schon mal an und spiele... Mit was wollen wir anfangen? Mit Fußball. Spielen wir mal Fußball. Alle, die mitspielen wollen, geht einfach ganz oben auf Random und klickt zur selben Zeit auf Suche wie ich. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr ins gleiche Spiel gematcht. Und der Vorteil ist... Wir bekommen alle diese Erfahrungspunkte und können uns Items freispielen. Cool. Abgestürzt. Läuft schon mal gut. Läuft schon mal sehr gut. Okay, nochmal Fußball. Komm, gehen wir rein. Herzlich willkommen, Rex. Und Flampingo, wir können nachher eventuell noch Freundschaftsspiele spielen. Aber ich muss erstmal das hier machen. Endlich ein Geheimnis. Ein geheimes Trash-Game. Herzlich willkommen, Betzer. Deine Frisur ist nicht so cool. Im Spiel? Ja, ich muss mir noch die neuen Frisuren freischalten. Oder meinst du in der Realität? Herzlich willkommen, Fetzer. Wie geht's dir, Fetzer? Wir werden heute noch das Spiel wechseln. Mal gucken. Wie gesagt, geht einfach immer auf das gleiche Spiel. Wenn ihr Glück habt, spielt ihr in meiner gleichen Lobby. Die Freischaltbahn, ich habe die Woche 3 eine Afro bekommen. Oh, ich habe Woche 3 was richtig Cooles bekommen, Rex. Ich zeig dir mal gleich, was ich Woche 3 bekommen habe. Und dann habe ich noch eine Frage. Wenn man alle Items freischaltet, was bekommt man dann rechts? Dieses große Bild? Viel Stress aktuell, glaube ich dir, Fetzer. Glaube ich dir. So, wir spielen erstmal Fußball. So, Vorfreude auf Mario Strikers. Ich habe so Bock auf Mario Strikers. Ich hab so Bock auf Mario Strikers. Fetzer. Ich bin schon ganz heiß. Ich weiß nicht, ob du dich auch schon so riesig freust, Fetzer. Aber ich glaube, du freust dich eher auf Evil Dead. Ich freue mich mega auf Mario Strikers. Es wird wahrscheinlich das beste Spiel 2022 für mich. So ein Ding. So sehr freue ich mich. CD. Forever Cat. Hat's einfach gebracht. Nicer Dicer. Und meine Woche 3 Items sind tatsächlich ziemlich cool. Tode hatte auch Pech, er hat da auch einen Afro. Wobei der Afro gar nicht so hässlich ist. Ich hatte tatsächlich die Frisur, die rechts auf dem großen Wochenbild drauf ist. Kann ich euch gleich zeigen. Ich hatte tatsächlich eine bessere Frisur. Besser wie Elden Ring wird dieses Jahr nichts mehr. Ach,
Quatsch. Natürlich. Natürlich. Aber Elden Ring haben wir ja auch Platin gemacht. Wir spielen ja auch die Spiele ernsthaft. Und nicht nur so weniger als die Demo hergibt. So ein Ding. Ein goldener Ball. Okay, wir müssen aufpassen mit dem goldenen Ball. Wenn der jetzt reingeht, steht es wieder unentschieden. Und wenn wir ihn reinmachen, ist Ende. Wenn wir ihn reinmachen, ist Ende. Das ist quasi jetzt Matchball. Mit der Chance, dass die anderen ihr Comeback feiern können. Wenn sie es schaffen. Und ja, Elden Ring war schon ein ziemlich geiles Game, Fetzer. Ein Must-Have eigentlich für jeden, der sich Zocker nennt. Sollte das auf jeden Fall mal schon gespielt haben. Lies meine Nachricht, die letzte. Hast du ein Tor? Effekt in Woche 3. Ich guck gleich. Ich guck gleich. Und werde es dir, oder ich werde es euch allen gleich nochmal zeigen. OCD ist richtig gut im Fußball. Umsonst gerannt, da ist doch noch ein Verbündeter gewesen. Nein. Der war so gut von mir. Der war so perfekt. Okay, eine Minute noch. Außer wir schaffen es schon früher. Herzlich willkommen, Mustafa. Mustafa spendet 20 Bits. Und ich habe das Golden Goal gemacht. Golden Goal. Vielen lieben Dank für die 20 Bits. Liebe geht raus. Wie geht's dir? Wie geht's gut? Wie geht's dir? Und starte das Game. Vielleicht hast du Glück, mitzumachen. Wir spielen wieder random. Momentum. Und mal gucken, wie viele Punkte kriegen wir jetzt eigentlich fürs Gewinnen? Okay, reicht nicht ganz. 90. Mir geht es gut, sehr gut. Heute spiele ich mal im Sitzen, weil in diesem Spiel muss man nicht aufstehen und sich bewegen. Das muss man gar nicht. So, ich gehe nochmal hier hin. Items. Hier. Wenn ich die Items alle bekomme, bekomme ich dann als Highlight das hier? Bekomme ich dann als Highlight das alles? Oder soll das hier das da rechts darstellen? Also ja, die Brille ist ja hier drin. Die Mütze ist da auch drin. Ich verstehe es nicht. Weil, nee, rechts ist eigentlich eine Abbildung von dem links, ne? Bei Toda... Du bekommst die Kleidung. Ah, die Kleidung bekommt man. Genau, hier. Ich habe die Frisur, die rechts abgebildet ist. Und du zum Beispiel, Rex, hast einfach eine komplett andere Frisur, aber bekommst rechts, hast du trotzdem die Frisur, die ich habe. Das ist total komisch. Und hier bekomme ich einen Trainingsanzug. Und das Trikot bekomme ich, wenn ich alles freispiele, sozusagen, ne? Da habe ich deutlich die coolere Seite. Ich habe die coolere Frisur, die coolere Brille und das coolere Outfit, Rex. Ich habe das gesehen bei Toda. Der hat tatsächlich alles, alles nicht so cool. Herzlich willkommen, Adavonki. Bei der Frisur habe ich Augenbrauen. What? Du meinst Tias? Nee. Herzlich willkommen, Minky. Ich habe tatsächlich eine coole Woche gezogen. Wie gesagt, die Brille ist mega nice. Outfit ist mega nice. Und die Haare. Was spielst du jetzt? Wir gehen nochmal zurück. Ich würde sagen, wir spielen nochmal Fußball. Ich glaube, ich spiele jetzt so lange Fußball, bis ich in die Profiliga reinkomme. Wir wollen ja in die Profiliga reinkommen. Live-Chat. Kommt alle rein in Fußball. Wir wollen in die Profiliga. Mein Ziel ist es, jedes Spiel in der Profiliga zu haben. Hab mir gerade die dritte Seite angeschaut. Gefällt mir nix. Hast du die gleiche dritte Seite bekommen, Minky? Oder welche dritte Seite hast du bekommen? Hast du den Afro bekommen? Denn jeder bekommt eine andere dritte Seite, Minky. Die Sachen sind tatsächlich immer random. Du hast nicht unbedingt die gleichen Sachen wie ich.
Toda hat zum Beispiel ganz andere. Sieht anders aus. Dann hast du wahrscheinlich die gleiche, wie Toda hat. Die finde ich auch nicht so hübsch. Du hast das mit der Afro-Frisur und so, ne? Fußball! Und herzlich willkommen, Teleschnecke. So, wir gehen rein. Ich habe die gleiche Seite wie du. Ich glaube, es gibt nur zwei Seiten. Die mit der Afro-Frisur und die mit dem... Also los! Mit dem anderen. Mit der Titanic-Frisur, sage ich jetzt mal. So, wollen wir heute noch tanzen, Minky? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Heute noch Just Dance. Moment. So. Let's go. Anpfiff. Oh, das ruckelt. Warum ruckelt das so? Ruckelt das bei euch auch? Ist das bei euch auch ruckelig? Ich glaube, das liegt an meinem OBS. Ist so. Und jetzt fühlt sich das an, als hätte würde ich das Spiel spulen. Okay. Scheiße, nicht bekommen. Das Ding ist, welches Just Dance wollen wir spielen? 2018, 19, 20, 21, 22. Was ist das beste Just Dance? Ich habe keine Ahnung. Wann kommt Strikers nochmal raus? Nächsten Monat? Am 15. Ich muss gleich nochmal gucken. Oder guck du mal in der Zeit auf Amazon. Ich glaube, leider Gottes erst im Juni. Aber dafür kommt nächste Woche dieses Fitnessspiel raus. Habe ich mir auch vorbestellt. 10 Euro günstiger als dieses Spiel und hat Arm- und Beinschlaufe enthalten. Also zwei Schlaufen. Und die benutzt man dann auch. Aber es ist wie gesagt kein Sportspiel, sondern ein echtes Fitnessspiel. Mit echt meine ich, du machst wirklich Fitness und sitzt nicht auf dem Stuhl, schwingst den rechten Arm und das ist dann Fußball. Bei dem Spiel hier macht man ehrlich gesagt keinen Sport. Am 10. Juni kommt das raus. Cool, okay. Aber 60 Euro, Minky? Oder gibt es bei euch das Spiel günstiger? Verschickt ihr eigentlich auch Spiele, Minky, mit Versandkosten? Kann man bei dir Spiele online kaufen? In deinem Laden? Weil wenn es bei euch wirklich irgendwie günstiger ist, 10 Euro oder so, warum nicht? Überweise ich dir. Erinnerst du dich an den Jog-Controller auf der Wii? Was für ein Jog-Controller? Meinst du den Nack-Controller? Heißt der Nack? Hieß der so? Wie hieß denn? Meinst du dieses Plastikding, wo einfach nur ein Stick dran war? Der, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Aber das war einfach nur so ein Stück Plastik. Mit einem Kabel dran. Das waren Zeiten. Nee, kostet bei uns auch 60. Allerdings kommt Personalrabatt. Wie viel bekommst denn du, Miki? Wie viel bekommst du? Kannst du einen eigenen Shop aufmachen? Eigenen Shop? Ich bin Stammkunde bei dir. Deswegen hast du 10 Euro weniger gezahlt. Bei Wii Sports. Switch Sport. Deswegen hast du nur 40 statt 50 bezahlt. Macht sogar Sinn. 20% Rabatt sind 10 Euro. So, ein Tor hat der Brownie geschossen. Den hab ich, den Jog-Controller. Da konnte man den Stick nur bewegen, wenn man läuft. Okay. Was ist das denn für ein Controller? Hab ich noch nie gesehen. Bei mir nur 10%. Oh, falsche Richtung. Oh, shit.
Warum macht mein Team eigentlich nichts? Warum macht mein Team nichts? Warte, das war doch schon das Golden Goal, weil es 1-1 stand, oder was? Hätten wir nicht mehr auf 2-2 spielen können? Interessant. Okay, Regenbogen! Sieht man den Regenbogen? Ja, man sieht ihn. Warum ist eigentlich oben kein Regenbogen? Komisch. Und... wir haben die Seite 1 komplett, Leute. Woche 1 komplett. Komplett! Und ich bekomme das komplette Outfit. Wie geil! Oh, das ist wirklich geil. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Man bekommt dann das Outfit. Woche 3 hat ein richtig geiles Outfit. So ein Fußball-Outfit. Das sieht ein bisschen, das sieht irgendwie nicht so schön aus. Warte mal. Ich glaube, ich muss die Brille... die Brille in Kombination mit den Ohrringen und alles, also einfach alles, das passt irgendwie nicht. Ich sehe einfach mega alt aus. Ich bin natürlich noch gar nicht so alt. So. Ja. Ich würde gerne eine andere Haarfarbe nehmen. Gibt es eine andere Haarfarbe? Oder andere Frisur. Ich weiß nicht, irgendwie. Wir müssen die Frisur aus Woche 3 freispielen. Wir brauchen die Frisur aus Woche 3. Das geht so nicht. Dann kannst du jetzt mit Just Dance anfangen. Teleschnecke, das Problem ist... Woche 2 ist schon draußen. Noch 13 Tage Zeit. Okay. Ist eh nur scheiße. Werde ich trotzdem alles freispielen müssen. Und seit heute ganz aktuell Woche 3. Und Woche 3 hat tatsächlich ziemlich geile Trikots. Um die zu bekommen, muss ich das alles hier machen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Level. Ich muss 12 Level machen. Das ist so 24 mal Bowling, glaube ich. Ich will aber Nintendo Switch Sport spielen. Kannst du ja trotzdem. Die Brille hier, ich habe eine ziemlich geile Seite bekommen, Minky. Die Brille ist geil. Das Outfit ist geil und das hier ist geil. Und natürlich das hier, wenn man alles freispielt. Wenn Macarena drankommt. Ich weiß nicht, welche Just Dance Macarena ist. Kannst du erst Woche 3 freispielen? Ja. Machen wir mal eine Umfrage. Ich würde gerne mal von euch wissen, welche Just Dance ihr am besten findet. Welches Just Dance findet ihr am besten? 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Lieder. Welches findet ihr am besten? Und manche Lieder sind, glaube ich, auch nicht in Unlimited dabei, sondern nur im Spiel. Also hast du immer eine Ausrede, um nicht Just Dance zu spielen? Na... ich google mal nach Macarena und Moneto. Was ist denn Moneto? Außerdem, wir tanzen nur, wenn Fetzer, du kommst dann in Discord, machst deine Kamera an und tanzt mit, okay? Und wir blenden dich hier ein. Ist das ein Deal? Ich finde, das ist ein sehr guter Deal. So, wie gesagt, mein Ziel ist es, überall irgendwie Rangkampf zu haben. Wir spielen jetzt Bowling. Wenn ihr Bock habt, kommt rein, geht auf Bowling, geht auf Suchen. Und zwar in 3, 2... 1, let's go! So, jetzt drücke ich erst ein bisschen versetzt, weil ihr mich versetzt seht. Brain. Big Brain. Und, achso, ihr kommt, glaube ich, jetzt nur in meine Lobby, wenn ihr auch eh seid, oder? Nicht Moneto. Gab Uno Momento. Geschrieben. Autovervollständigung ist im Arsch. Ich tanze nur Walzer. Weil du eine dicke Walze bist? Na gut. Selbe Lobby. Oha, der Rex ist reingekommen. Der Rex ist in unserer Lobby. Ist noch jemand in unserer Lobby? Habe ich jetzt gar nicht gesehen.
Gibt es beide mit Unlimited? Ich habe leider kein Unlimited. Ich kann leider nicht tanzen, Leute. Ich bin leider kein Just Dance-Partner. Herzlich willkommen, Toda. Toda, meine Woche ist richtig geil. Hast du gesehen? Toda, ich zeig gleich gerne nochmal die Woche. Was für Items ich habe, zeige ich gerne. Und Rex ist in der Gruppe. Stimmt, Rex. Rex, herzlich willkommen. Das war anders gemeint. Ja, ja, ich kenne diese Straßenwalzen. Diese dicken, fetten Rollen. Wow. Spielt ihr Bowling immer im Stehen? Spielt ihr immer Bowling im Stehen? Ist besser, oder? Ist besser im Stehen. Ja, im Sitzen ist totale Scheiße. Wir stehen auf! Ah, ich bin, glaube ich, schon raus. Ah, Rex ist schlechter als ich. Ah, man muss eigentlich immer Strike oder Spare werfen. Ansonsten hast du keine Chance. Immer Strike oder Spare. 2022 hat K-Pop drin. Ich muss mal eben Licht anschalten. Nein! Elgato ist die beste Kappa. Okay. Ich sehe nicht die Umfragewerte. Kann die einer mal in den Chat schreiben? Strike! Kann jemand die Umfragewerte mir rein posten? Hey, ich muss selber abstimmen, um die zu sehen? Ah, nee, ich sehe sie. 2022 sagen alle. Ich habe einen Strike gemacht, jetzt muss ich nur aufpassen. Oh, das wird so eng. Toda, bist du da? Bist du da, Toda? Gut, Toda ist nicht mehr da. Toda ist weg. Toda ist weg. Oh, 2022 haben 5. An der Liste steht, bitte kein Just Dance spielen. Steht. Fehlt in der Liste. Hab ich vergessen mit reinzuschreiben. Verdammt. Nein! Ah, ich glaube, ich bin raus, oder? 37 wird knapp. Wird knapp, aber ich glaube, gerade so noch drin. Rex, du bist leider raus. Rex ist leider raus. Toda, wenn du mich hören kannst, ein Lebenszeichen bitte in den Chat. Im Bikini? Oh, ich muss mein Tanzoutfit noch rausholen. Aber heute ohne Tanzoutfit. Heute nur so ein bisschen warm spielen. So, wir sind noch drin. Wir sind drin. Zweite Runde. Oh, wartet mal. Oh boy. Auf jeden Fall, irgendeiner muss mittanzen dann. Auf Discord. Mit Webcam. Irgendeiner von euch muss sich freiwillig melden. Irgendeiner muss sich freiwillig melden. Ah, aber kein Split. Sehr gut. Herzlich willkommen, Fuego. Hashtag tanz auch mit. Fuego, mach noch bitte mit bei der Umfrage. Ich hätte nicht gedacht, dass das neueste Just Dance das Beste ist. Fuego, ich ruf dich dann an und dann machst du Kamera an und dann blende ich dich ein, wie du mittanzt. So ein Ding. Ich will euch noch mal ein Geheimnis erzählen. Im Spiel. Aber erst, wenn Toda da ist. Ich will euch noch ein Geheimnis in dem Spiel erzählen, wenn Toda da ist. Toda, einmal in den Chat, damit ich das Geheimnis euch erzählen werde. Ich tanze mit, mache aber keine Cam an. Ach Mann, ey. Woher sollen wir wissen, dass du wirklich mittanzt? Viele sagen immer nur, weißt du? Viele sind einfach nur Schnacker. Immer die, die immer reden, aber nichts machen. Die immer reden und am Ende nicht Elden Ring auf Platin machen. Du
ohne Cam, ich mit. Fuego, let's go. Kein Strike. Aber ist egal. Ist egal. Wir machen jetzt Spare. Wir sind eh raus. Wir sind eh raus. Wir sind drin! Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind drin! Oh Mann! Das ist dieses Auf und Ab der Gefühle. Wir sind drin. Der säuft Spezi. Ja, Spezi ist gut. Ich hoffe, dass ich irgendwann eines Tages Spezi-Partner und Milka-Partner bin. Dann habe ich alles geschafft im Leben. Spezi und Milka. Ich glaube, ich spiele doch kein DBD, habe übelste Kopfschmerzen. Tanzen hilft. Ich bin kamerascheu. Ach, Quatsch. Teleschnecke, nächstes Mal tanzt du mit im Stream. Let's go. Mann, was ist mit der Kamera? Die ist so tief. Halbfinale. Die ist so tief. So ist besser, oder? Ja, dann sieht man meine Beine nicht mehr. Dann sieht man meine Beine nicht mehr. Man kann nicht alles aufnehmen. Außer ich mache die Kamera hochkant. Oh! Kein Strike. Jetzt könnte ich Probleme kriegen. Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Beim Spare ist nächste Runde verdoppelt. Ich schaff's noch. Nie im Leben, vergiss es doch. Nächste Mal. Nächste Woche Freitag. Ne, übernächste Woche Freitag. Ja. Nächste Woche Freitag Just Dance Stream mit Teleschnecke. Oh mein Gott! Strike! Auf einmal bin ich Erster! Was hat Maddie denn für eine Frisur? Kenn ich gar nicht. Hab ich ja noch nie gesehen. Bekommt man eigentlich als Männer-Mi nur Männerfrisuren zum Freispielen? Oder bekommt man auch die Frauenfrisuren? Oder muss ich damit einen weiblichen Charakter spielen? Weil bisher habe ich nur Männerfrisuren bekommen. So, es ist egal, was ich jetzt mache. Alle Punkte sind doppelt. Ach, schade. Schade. Aber wir sind wieder ganz oben dabei. Bei den Profis. Profiliga. Ey, und wir spielen gerade wirklich Profiliga. Ich spiele gerade Rangkampf. Du traust dich einfach nicht alleine zu tanzen. Nein, ich tanze nächsten Freitag mit dir, Schnecke. So ein Ding ist das. Auch mit Ankündigung. Ich habe einen weiblichen Charakter und habe eine Männerfrisur bekommen. Aber ich habe nur Männerfrisuren. So. Welcher Platz sind wir? Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nicht hingeguckt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe auch nicht die Liste irgendwo. Toda, bist du da? Oh nein, kein Strike. Aber ist egal. Jetzt muss ja wieder eine Woche warten bis Just Dance. Nein, nein. Du tanzt mit, oder? Miki. Hey, ein Spare. So. Richtig verkackt. Richtig verkackt. Mann, total verkackt. Wir haben verkackt. So. Wir sind Dritter geworden. Dritter Moment da. Reicht.
Steigen wir jetzt den Rang auf oder so? Oh, wir haben Punkte bekommen. Verliert man auch Punkte? Verliert man auch Punkte? Oh, man bekommt einfach fast ein ganzes Level, ne? Ein ganzes Level bekommen! Das ist meine Seite. Und ja, dadurch, dass wir noch 13 Tage Zeit haben, gehen wir rein in die gute Seite. Gehen wir rein in die gute. Wir haben die Frisur! Dann direkt mal anziehen, weil die Frisur ist fast so wie meine im Real Life. Das ist viel passender. Guck mal. Jetzt sieht er fast aus wie ich. Mega. Mega. Endlich kann man die Figuren auch einstellen. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal rein im Bowling. Man kann auch Punkte verlieren. Wenn man erste Runde rausfliegt, oder? Verliert man die. Ey, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja davor nicht Rangkampf gespielt. Da hatte ich tatsächlich richtig krasse Gegner und dachte mir so, Alter, das macht ja gar keinen Spaß. Hast du ja gar keine Chance. Aber jetzt durch das Rangkampf ist das richtig geil. Das ist Matchmaking, Minky. Das ist das, was Dead by Daylight jahrelang nicht hinkriegt. Sieht aus wie Leon's S. Kennedy von der Frisur. Oder wie der Brad Pitt, oder? Von, oder Leonardo DiCaprio. Er hat Frauenfrisuren. Ich habe bei meinem ersten Geschenk den blauen Volleyball bekommen. Er soll tanzen. Eins in den Chat. Eins. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob wer mitspielt. Auf geht's. Wer spielt mit? Wer spielt mit? Eins, eins. Spielt jemand von uns mit? Ich weiß es nicht. Hier die Spieler. Red spielt mit Switchendo. Nee, keiner von uns. Keiner von uns. Erste Runde. Oh, kein Strike. Spare. Wo bist du denn da? Ich bin beim Bowlen. Ich bin beim Bowlen und ich petz sie alle nieder. Da. Das bin ich. Die Figur ist wahrheitsgemäß abgebildet aus dem Real Life. Wie aus mein Ebenbild halt, ne? Ja, so ist es. Der Streamer, die Community will Just Dance sehen. Also schwing die Hüfte. Ich schwing ja schon die Hüfte. Das ist doch auch Tanzen hier. Oh, yes, Bär! Wir wollen, dass du Just Dance spielst. Lass die Idee für morgen und spiel Just Dance. Morgen muss ich arbeiten. Ich bin Dritter. Ich bin Dritter. Alles easy peasy. Oh nein, Platz 8 hat haben alle Strikes. Hast du dir das Spiel auch geholt? Hast du dir das Spiel auch geholt? Barbie? Übrigens nur so just for fun. Dieses Spiel war genauso teuer wie Lego Star Wars, wo alle 12 Star Wars Episoden enthalten sind, ne? Mit einer mega krassen Story und 3000 Stunden Spielzeit. Dieses Spiel war genauso teuer. Morgen arbeiten, also sozusagen DVD in Deal. Ja, genau. Hier, der mit der Kettensäge. Ich bin nämlich Förster. Jetzt wissen wir es. Oh, ich bin Platz 1. Was ist denn da los? Ich bin Platz 1. Oh, meine Beine tun weh vom vielen Rumlaufen. Weil ich hier immer so einen Schritt nach vorne, einen Schritt zurück. Ich bin Erster. Das ist gut. Mega. Zweite Runde.
Okay. 9 Spare, 9 Spare, 9 Spare. So ein Luck, aber Strike wäre besser. Strike wäre besser. Aber ich mache immer nur Spares. Lego Star Wars kostet 20 mehr. Lego Star Wars kostet keine 70 Euro. Kriegst du schon für 40. Bam. Spare. Also kommt drauf an. Für die Next Gen zahlst du durchaus 20 mehr, das stimmt. Aber für die Switch und PC ist günstiger. Und Minky hat gesagt, in 2 Monaten ist es im Angebot. Im Juli ist es dann wahrscheinlich im Angebot. Mal gucken. Aber bis dahin, ey, bis dahin gibt es so viele Spiele, die wir spielen, dass wir gar nicht mehr auf Lego Star Wars Bock haben, glaube ich. Gar keine Zeit mehr dafür. Sports kostet 40. Ja. Die digitale Version. Wenn du die Cartridge-Version kaufst, musst du 50 zahlen und hast aber noch die Beinschlaufe, die man nicht braucht. Die Beinschlaufe, die ist, die man für kein einziges Spiel braucht. Außer du spielst Singleplayer, Fußball oder so. Es geht aber nur im Singleplayer-Modus. Total dumm. Aber gut. Ich mache bald eigenen Online-Shop auf, Papa. Ja. Den Minky Shop. Später kommt noch Online-Support dafür. Ah, okay. Aber dieses Fußballspiel kann man übrigens schon online, schon jetzt offline spielen. So rum. Diesen Fußballmodus mit der Beinschlaufe kann man jetzt schon spielen offline. Also der Modus kommt nicht später komplett neu hinzu, sondern den gibt es schon. Nur halt, wenn du auf Lokal klickst. Und was ich gestern gelernt habe, wenn man auf Lokal klickt, kann man auch offline alleine spielen. Das wusste ich nicht. Ich dachte immer, Lokal wäre nur, wenn du mit Freunden spielst, aber du kannst Lokal alleine spielen und spielst dann gegen Bots, so wie Switch Sport. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. So, und gleich zeige ich euch noch ein mega Geheimnis. Gleich zeige ich euch ein krasses Geheimnis. Aber niemanden weiter sagen. Der Cashflow fließt. Ja, auf jeden Fall. Alle, die Nintendo Switch Sport haben, müssen jetzt gleich aufpassen. Es gibt nämlich ein krasses, ein krassen Geheimnis, den niemand kennt. Ah! Ein Pin stehen gelassen, oder sind das 2? Oh! Switch Endo. Switch Endo, einfach der Bruder von Domtendo. Verdammt, hast du zugenommen? Ich habe nicht zugenommen. Das ist alles Vater Morgana. Oh, ich glaube, ich habe verloren. Ich glaube, ich habe verloren. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um zu tanzen. Nein. Nein, nein, nein. Du bist richtig fett geworden. Ey, das ist Muskelmasse. Was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Letzte Runde. Wenn ich mich jetzt nicht anstrenge, fliege ich raus. Switch-Tendo. Ich glaube, Switch-Tendo hat... Mike! Bam! Oh, ich bin trotzdem raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Schmutz. Ja. Die Nicht-Milka-Mitgliedschaft ist dann schuld. Sixpack im Speckmantel. Oh, das ist doch geil, oder? Kennt ihr diese Würstchen mit Käse drin? Und draußen ist auch noch zusätzlich ein Speckmantel drum. Einfach richtig geil. Wieso sitzt du nicht mehr unterm Bett? Ja, weil ich... warum soll ich unterm Bett sitzen? Sitzt du dich doch unter deinem Bett. Das ist doch...
ungesund mit dem Milben. So. Finale. Wir gehen raus, wir sind tot. Wir sitzen auf der Ersatzbank. Raus. Okay. 149 Punkte. Kriegen wir jetzt ein Minus, weil wir es nicht ins Finale geschafft haben? Mustafa, danke für die 20 Bits. Fleisch im Fleisch. Ja, mega lecker. Wir kriegen trotzdem Punkte. Ab wann kriegt man Minuspunkte? Es gibt neue Sorten, Milka. Was für Sorten, Flampingo? Was für Sorten? Was sind die neuen Sorten? Ich will die neuen Sorten wissen. Minky, jetzt musst du aufpassen. Jetzt gibt's das Top Nonplusultra Secret. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, das Top Ultra Secret zu sehen? Ich gehe jetzt in mein Bett, muss aber erst fix mein Schwert bitte nehmen. Dann viel Spaß. Drei neue Sorten, aber limited. Was für Sorten, Minky? Was für Sorten? Was für Sorten? Muss ich hier eigentlich jetzt noch was machen? Nee, ne? Es ist einfach schon abgeholt alles. Alles easy peasy. Was für Sorten? Hier, wenn man auf Lokal geht, könnt ihr alle Spiele gegen den Computer machen. Alleine. Lokal bedeutet nicht, dass du einen Freund zu Hause haben musst. Ich dachte immer, da musst du einen Freund zu Hause haben. Geht alleine, deswegen steht auch 1 bis 4. Weiße Loufle und die anderen zwei habe ich vergessen. Oh, schade. Weiße Loufle und vergessen. Ach, Mann. Schade. Schade. So. Seid ihr bereit für das Geheimnis? Seid ihr bereit für das Geheimnis? Also, passt jetzt auf. Ganz wichtig. Die weiße Loufle war nur innen hell, außen war Vollmilch. Aber das klingt doch irgendwie nicht so lecker. Oreo-Erdbeer, weiße Mandel-Kokos und Apfel-Krumbel und weiße Loufle. Okay, krass. Aber warum nur Limited? Ist ja schade. Ist ja schade. Wassermarsch, danke dir. Beutling. Beutling 11. Herzlich willkommen. So, seid ihr jetzt bereit für das große Geheimnis? Wollt ihr das Geheimnis sehen? Geheimnis. Okay. Also, ihr müsst in diesem Menü sein, wo ich bin. Jetzt geht ihr auf Optionen. Macht das alle nach. Geht auf Optionen. Und jetzt geht ihr runter auf Credits. Let's go! Und jetzt könnt ihr geheime Items freispielen. Let's go! Ohne Scheiß jetzt, das ist kein Witz. Ihr müsst den Rekord von 50 knacken, unten rechts. Ihr müsst 50 Bälle in Folge knacken, dann bekommt ihr Secret Items. Ganz wichtig. Wo bin ich? Ich bin bei 15. Let's go. 45 noch. Easy. 35. Huh. Das wird aber schneller. Ja, let's go, let's go, let's go. Weitermachen, Leute, weitermachen. 20 noch.
9 noch. Wir haben's. Wir haben's. Titel erhalten. Wie viel kann man maximal machen? Ich spiele weiter. Wir haben verkackt. Wir haben verkackt, weil Jack reinkam. Danke, Jack. Danke, Jack. Yay! Du musst im Menü unter Einstellungen auf Credits gehen. Und dann bekommst du dieses geheime Item. Kollege, Kollegin. Ich habe 75. Ich glaube, 50 reichen. Ich weiß nicht, ob man bei 100 noch was bekommt. Das weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal im Chat sagen. Ihr könnt ja bei 100 versuchen und sagen, ob man dann auch was bekommt. Also bei 50 bekommt man auf jeden Fall was. So. Hätten wir dieses Geheimnis auch gelüftet. Viel Spaß mit dem Geheimnis. So, jetzt spielen wir Fußball. Fußball. Danke für dieses Sekret. Gerne. Ihr könnt ja mal versuchen, 100 zu machen. Vielleicht bekommt man da auch noch was. Ich weiß es nicht. Oder wenn ihr andere Secrets kennt, sagt gerne Bescheid. Sagt gerne Bescheid. Also? Das war so das erste Secret, was ich so entdeckt habe. 100% illegal, ja. So, jetzt spielen wir weiter Fußball. Oh. Sie. Bolting. 9. Der ständige Brownie. Wieso der ständige? Vielleicht Kollege. Ich mach Kollege rein. Okay. Oh, ich bin der Einzige, der im Tor steht. Nix gut, dieses Tor. Anton, mach das! Ach, Anton, ruf doch nicht hier, wenn du nicht da bist. Hoher Spielball. Oh, da ist einer auf die Fresse gefallen. Ey, die Mii-Figuren sehen so hässlich aus. Die passen einfach nicht ins Spielgeschehen. Das passt nicht. Oh, oh, oh! Tor! Von JPLM95. Applaus. Okay. Ein hoher Ball. Hohe Bälle sind gut. Wenn vor einem jemand steht, der kriegt dann diesen Ball nicht. Und wenn man aufs Tor direkt schießt, sind immer niedrige Bälle wichtig. Sonst schießt du den Ball nicht rein. Ah, das war doof. Der hätte ein hoher Ball her müssen. Alter. Leute, ihr macht das, oder? Ein Tor oder was? Was ist das denn hier? Was ist los mit euch? Ey, eigentlich ist es egal, ob man gewinnt oder verliert. Man kriegt ungefähr immer gleich viel Punkte im Fußball, ne? Immer so 30, 34. Eigentlich scheißegal. Nimmt sich jetzt nicht so viel. Bei Bowling kriegt man gefühlt am meisten. Für die Zeit, die man spielt. Im Bowling spielt man doch auch nur 2-3 Minuten. Ey, Braun, ich habe heute das Ergebnis für den Vaterschaftstest bekommen. Hä? Und?
Ist er jetzt nicht mehr dein Vater, oder was? So, spielst heute nur Sports? Nein, ich werde nachher noch Just Dance spielen wahrscheinlich. Nachher noch Just Dance spielen. 99,9% Vaterschaft erwiesen. Und wer zahlt jetzt den Vaterschaftstest? Wahrscheinlich die Steuerzahler, oder? Oder muss er das jetzt bezahlen? So, er. Sehr gut. Weil ich meine, es soll auch der bezahlen, der es halt ist, ne? Und nicht irgendjemand anderes für seine Kosten aufkommen. 2-0. Ist noch nicht vorbei, oder? Nee. Wann spielst du denn heute noch Just Dance? Was hat eigentlich gewonnen? Welches Just Dance hat gewonnen? Hä? Es sind nur noch zwei Leute in der Lobby. Bei den Gegnern. Der Rest ist einfach geliebt. Was sind das denn für schlechte Verlierer? Stell mal vor, die machen jetzt noch ein Tor. 2022 hat gewonnen. Ah, okay. Oh, der Emoji mit dem Chips essen ist schon geil, oder? Jetzt habe ich Hunger auf Chips. Danke, Fetzer. Ich habe keine Chips zu Hause. Oh, ich habe Chips zu Hause. Nein, jemand hat sie weggegessen. Ich habe keine Chips mehr. Ich habe doch keine Chips mehr. Das hier kann ich nicht mehr nehmen. Komm. Brille. Brille! Oh, K-Pop ist mega schwierig. Das schaffe ich nicht. Ganz ehrlich. K-Pop schaffe ich nicht zu tanzen. Nee. Schaffe ich nicht. Wir haben die Brille. Aber jetzt ist die Frisur irgendwie kacke. Brauche eine andere Frisur. Hä? Es gibt noch einen anderen Bart. Der ist einfach braun. Hä, wo ist denn Frisur? Und was ist eigentlich Mi? Ich kann auch einfach mit meiner Mi-Figur spielen. Ist doch viel geiler. Aber wenn ich die Mi-Figur nehme, kann ich da trotzdem... Oh, es gibt keine Kleidung für Mi-Figuren. Wie blöd ist das denn? Das ist ja voll scheiße. Warum sollte man das dann nehmen? Ist doch voll blöd. Du solltest einfach nicht die Extremdinger tanzen. Wir tanzen nur leicht. Wir tanzen nur leicht. Ich finde die Frisuren alle mega hässlich, ne? Ich finde die alle hässlich. Ist so. Alles einfach mega hässlich. Ich mag das nicht. Freundspiel? Nee, Freundspiel machen wir nicht. AQM, beste BTS? What? What? Vanillepudding, herzlich willkommen. K-Pop ist nicht so schwer. Ey, ich kann zu K-Pop gar nicht tanzen, ne? So gar nicht. Sag mal, muss man immer 10-mal spielen, um die Profiliga frei zu spielen? Dann werden wir jetzt nochmal versuchen, Fußball zu machen. Kommt gerne ran. In 3, 2, 1, jetzt! Vielleicht kommt ihr in meine Lobby. Rainer, SSV, Munchkin. Ich glaube, Profiliga kommt nach 10 Games. Du musst dir bei den Tänzen doch nichts ausdenken. Wie aus... Ich kann das nicht. Ey, das muss schon so Christina Aguilera sein oder so. Wo ich tanzen kann. K-Pop kann ich nicht. Qualifiziert.
Fast disqualifiziert. Oh, mein Kissen. Oh, ich muss mein Kissen kurz wieder richtig hinmachen. Hier, ich sitze übrigens auf einem riesen Keks mit Nutella-Füllung. Ganz klar, so gehört sich das. Ich sitze auf einem riesen Keks mit Nutella-Füllung. Tanz halt Gangnam-Style gibt's, glaube ich, nicht im Just Dance, oder? Du musst dir bei den Tänzen doch nichts ausdenken. Habe ich schon. Twerken also? Ja. Twerken kann ich. Warum ist in dem Fußballset eine Bowlingkugel? Das ist totaler Beschiss. Andere haben im Fußballset eine Afro-Frisur. Ich habe wenigstens die, die abgebildet ist. Andere haben gar nichts, was abgebildet ist. Ey, aber ich muss sagen, dieses Fußballspiel macht schon Bock. Ist irgendwie schon geil. Oh, wir spielen 4 gegen 3. Let's go. Wir machen durch Plot. Oh, wenn wir jetzt verlieren. Der Song ist dabei. Was? Gangnam Style ist dabei? In welcher Version? Die spielen wir auf jeden Fall nicht. Wir spielen 2018. In Just Dance Unlimited. Haben wir leider nicht. Haben wir leider nicht. Nexter. Haben wir leider nicht. Wir verlieren 3 versus 4. Habe ich noch ein Tor geschossen? Ist jetzt 2-0? Nee, ne? Hä? Meine Freunde sind alle geliebt. Hä? Warte mal. Ich bin in dem Team, die nur zu dritt sind. Hä? Ich dachte, wir sind zu viert. Das ist genau andersrum. Wir sind nur zu dritt. Komplett lost. Kannst du dir für einen Monat gratis holen? Na, das lohnt sich jetzt nicht für einen Stream, einen Monat gratis. Da müssen wir schon einen ganzen Monat Just Dance machen. Dann lohnt sich das. Aber nicht für einen Tag. Da müssen wir jetzt den ganzen Monat jeden Tag Just Dance spielen. Wollt ihr das wirklich? Ich glaube nicht. Wollt ihr jetzt jeden Tag einen Just Dance Stream? Entscheidet weise. Entscheidet weise, dann wird das hier nämlich ein Only Just Dance Streamer. Ab sofort nur noch Just Dance Streams. Ja, wollen wir. Ja, will ich. Mindestens eine Stunde jeden Tag. Ihr wollt es nicht. Ja, du musst abnehmen. Durch Tanzen nimmt man nicht ab, glaube ich. Die meisten Just Dance Spieler sind alle fett. Alle fett. Hot Tube. Ich will nur noch Just Dance und Hot Tube. Soll ich tanzen und dabei deinen Namen auf meine Brust schreiben? Sind das deine Fantasien, Fetzer? Gibt es Hot Tube überhaupt noch? Du hast eine Stunde gespielt ohne Pause. Möchtest du jetzt aufhören? Sonst kriegst du einen Herzinfarkt. Wir machen weiter. Ey, komm, ich will wenigstens noch die Profiliga in Fußball. Ich will die Profiliga in Fußball noch freispielen. Drückt jetzt auf Fußball. Vielleicht spielt ihr mit. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Die wie dieses, wie heißt das Lied? Wrecking Ball? Wo dieser dicke Mann auf dieser Kugel sitzt und so schwingt. Kennt ihr das? Jeder kennt's. Das war übrigens ich auf dieser Kugel, Kappa. War das nicht hier, der Mediamarkt? Mediamarkt-Werbung? Hier, Mr. Technik oder wie der hieß? Der war das doch, ne, in der Werbung. Also los! Dein Arbeitskollege, Fetzer. Der in der Werbung hättest du sein können, Fetzer. Wenn du dich beworben hättest. Für den Clip. Oh, Brownie, jetzt mach es doch nicht noch schlimmer. Es wird langsam Kopfkino. Ja. Hab mir auch überlegt, ob ich mir so an der Wand, an der Decke, so eine Kugel anbringe. Leider ist die Wohnung zu klein. Leider zu klein. Das war Fetzer allerdings im Fat Suite. Oh.
4 versus 4. Creamy Puppy, alles klar. Man sollte sich nicht Creamy Puppy nennen, das ist irgendwie eklig. Es gibt ja ein Foto von mir in Fatsuite. Warte, was? Wie, es gibt ein Foto in Fatsuite von dir? Wo gibt's das Foto, Fetzer? Zeig mal, schick mal. Schick mal her. Das wollen wir jetzt alle sehen. Dein Fatsuite. OnlyFan-Link von Fetzer. Ja, wenn es auf Twitch nichts wird, einfach OnlyFans machen. Das wird was. Ist so. Ist so. Heutzutage streamt jeder Fetzer, aber bei OnlyFans hast du noch gute Chancen. Mit deinem Fatsuite. In der Pornobranche verdient man sowieso am meisten Geld. Fetzer. Warum 10 Stunden Mediamarkt, wenn du 10 Sekunden Porno drehen kannst. Hab ich gerade richtig gehört, dass alle Just Dance-Streamer fett sind? Herzlich willkommen, Toffee. Extra an den Computer gegangen. Ja. Außer du natürlich, Toffee. Du bist nicht fett. Du machst zwar gerade eine Diät. Die Diät ist natürlich... Ne? Jetzt kannst du... Jetzt hast du dir selbst in die Karten gespielt, ne? Warum machst du Diät? Wenn du nicht fett bist. Das musst du jetzt erstmal deinen Zuschauern dann erklären, Toffee. So. Weiter geht's. Wieso macht Toffee Diät? Müsstest du machen. Zwischen Fett und etwas Übergewicht gibt es einen Unterschied. Ja. Also ich meine jetzt das umgangssprachliche Fett. Da gibt es irgendwie keine Grenzen. Außerdem ist das sowieso irgendwie ziemlich schwammig formuliert, ne? Was bedeutet Fett? Was bedeutet Fett, Toffi? Bin ich fett? Bin ich fett, Toffi? Sind muskulöse Menschen fett? Toffi, lass uns zusammen sporteln. Dann. Aber Just Dance, da nimmt man, glaube ich, nicht ab, oder? Also wenn ich jetzt als fetter Mensch abnehmen möchte, ist Just Dance jetzt nicht unbedingt das, was ich tun sollte, sondern 90% ist, glaube ich, eh die Ernährung und der Rest ist dann Fitnessstudio. Just Dance ist nur so ein bisschen für die Bewegung. Wenn du den ganzen Tag vorm Rechner bist, weil du arbeitest, ne, 9 Stunden, Vollzeitjob halt, ein ganz normaler, dann ist das halt gut für deine Gelenke, so einmal so ein bisschen durchzuschütteln. Einmal diesen Bubble-Song. Jeder weiß, welchen Song ich meine. Würdest bitte aufhören, Brownie etwas dumm anzumachen? Also mit deinen Sprüchen einfach. Dankeschön. What the fuck? Wo ist Amorant? Fett. Amorant ist nicht fett. Amorant macht Just Dance? Macht sie nicht eigentlich nur so Pornos? Mit Just Dance kannst du echt viel verbrennen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man verbrennt nicht so viel. Sieht man halt... Ja, okay. Ja, okay, Cardio-Training. Ja, stimmt. Ihr habt mich überzeugt. Toppi schwitzt ja auch immer nach einem Song. Das ist durchaus Cardio. Die macht Just Dance. Ja, die macht alles.
was mit ihrem Körper zu tun hat, das stimmt. So. Golden Goal ist ja schon, weil die Zeit abgelaufen ist. Jetzt verstehe ich, warum vorhin Golden Goal war. Golden Goal. Goal! Das war das langsamste Golden Goal in der Weltgeschichte. Langsamste Golden Goal. Fuego, holst du dir das Spiel? Können wir zusammen Fußball spielen? Das war ein Zeitlupentor, ja. So. Wie viele Punkte gibt's? 36? 40? Haben wir jetzt die Profiliga? Immer noch nicht. Wann kriegen wir denn die Profiliga? Ich glaube, nächste Runde ist die Profiliga. Wie gesagt, ich will die Profiliga haben, Leute. Wenn ihr jetzt versuchen wollt mitzuspielen, geht schnell auf Suchen. Zu spät, Leute. Jack ist dabei. Fan of Mom. Ich wusste es immer, Jack. Ich wusste immer, dass du der Fan deiner Mutter bist. Fußball. Wusste ich schon immer. Sehr gut, Jack. Sehr gut. Naja, das ist ein bisschen... Schau meinen Arsch und Titten und lass Sub da. Ja, Minky, genau so ist es. Ich warte, bis Inazuma 11 kommt. Fuego, kauft dir Mario Strikers. Ist genau so. Minky, mach das doch auch, dann bist du reich, dann bist du Millionär. Wenn ich eine Frau wäre, du, ich wäre schon in einer Million-Euro-Suite. In der Villa. Nur durch Hot-Typ. Jeden Tag filmen, wie ich in meinem Pool schwimme. Warum nicht? Das ist Leben. Das ist meine Arbeit. Harte Arbeit. Harte Arbeit. Nee, ich hab Niveau. Ja, schade. Was ist besser? Reich sein, ohne etwas zu tun? Oder hart arbeiten und arm sein? Also was heißt arm sein? Nicht reich sein. Wenn Brownie das macht, mache ich das, weil witzig. Warte, was? Ich habe da noch nie gesubbt. Warte. Wenn ich bei Amorant jetzt subbe, subbst du auch, weil das witzig ist? Dann lassen wir eher noch mehr Geld da, Fetzer. Oder meinst du, du machst auch einen Hot-Tube-Stream, wenn ich einen mache? Also, warte, Fetzer, ist das ein Deal? Wenn ich jetzt Just Dance mache, dann machst du zu deinem Geburtstagsspecial auch Just Dance. Im Hot, im Fett-Suite. Im Fett-Suite. Doch. Doch. Gut abgewehrt, siehst du? Hol dir Mario Strikers, Fuego, das wirst du lieben. Fetzer, komm, mach. Mach das. Ich werde dich an dem Tag auch raiden, hosten und alles reinballern, was geht. Doch, du machst Just Dance. Alter, was war das denn für ein Scheiß-Move? Übrigens hier, ne, Hintergrund. Ihr müsst euch mal den Hintergrund anschauen. Der ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Ziemlich liebevoll designt. Du machst Just Dance, Fetzer. Sehr gut, Fuego. Und dann kannst du nämlich bei uns in dem Clan mitmachen. In Mario Strikers gibt es einen Clan. Und man kann in diesem Clan Rangkampf machen. Die Punkte, also die Liga wird dann für den ganzen Clan gezählt. Also deine Siege und Niederlagen zählen für das ganze Team. Und wir gründen ein eigenes Team, Fuego. Und du bist dann dabei. Wir haben schon die besten Leute angeworben. Die besten der besten sind bei uns im Team. Hol dir das sofort.
In einem Monat kommt es raus. Am 10.06., wenn ich das richtig gemerkt habe. Minky war vorhin so lieb und hat nachgeschaut. 60 Euro kostet es. Vielleicht ist es bis dahin noch ein bisschen günstiger. Kleiner Tipp übrigens für Ego. Geh auf Amazon.Spanien. Amazon Espanol. Kannst du auch nach Deutschland verschicken. Da kostet das Spiel 12 Euro weniger. Da kriegst du das Spiel für 50 Euro. Da kriegst du das Spiel für 50 Euro. Ganz geheim. Amazon Espanol. Ich werde Profi. Skills von Inamatsuma 11. Die Besten der Besten. So heißen Jack macht alles und Brownie ist dabei. Genau. Es gibt ein sehr altes Video von mir, wo ich Samba de Amigo mache. Ja, dann zeig mal Link her, Fetzer. Zeig mal Link. Wie schon schrieb Brownie, du traust dich nicht allein zu tanzen. Wie gesagt, ne? Nächsten Freitag, Teleschnecki, Stream Just Dance. Mit mir. Das kriegen wir schon technisch irgendwie hin. Das kriegen wir technisch schon hin, dich hier irgendwie reinzuschneiden. Kriegen wir hin. Oh, die Bowlingkugel ist aber geil, die nehme ich. Wurde einfach vor 3 Jahren von meinen Gästen gezeigt. Vor 3 Jahren meinen Gästen gezeigt. Welche Gäste? Auf Arbeit oder wie? Oh, wir haben jetzt eine Holzkugel, wie geil. Ich bestelle mir das nicht aus Spanien, der Versand kostet dann noch mehr als... Nein, nein. Fuego, das Spiel kostet 49 Euro, Versand kostet 3 Euro. Da bist du bei 52 Euro. Amazon.de kostet 60 Euro. Wenn du rechnen kannst, ist es trotzdem günstiger. Mann, wann ist denn jetzt endlich die Profiliga freigespielt? Leute, was muss ich tun, um die Profiliga freizuspielen? Welche Gäste? Ich habe scheinbar kein Leben. Ach, die Gäste. Die Gäste bei dir zu Hause. Er hält euch nur hin. Er spielt heute nicht mehr. Ich spiele heute noch, Toffi. Ich spiele heute noch. Beziehungsweise ich spiele doch die ganze Zeit. So. Wie gesagt, ich möchte in Fußball-Profiliga werden. Dann können wir tanzen. So, Freude. Er wird es niemals im Stream spielen. Am Freitag, Teleschnecke, mit dir zusammen. Wir werden dich hier technisch reinschneiden. Mit Greenscreen werden wir dich technisch hier reinschneiden, als würdest du hier neben mir stehen. So machen wir das. So machen wir das. Ich mach so eine Greenscreen-Technik. Ich habe übrigens vorhin aus Spaß Greenscreen aufgebaut. Ich könnte tatsächlich auch mit Greenscreen hier rumstehen und tanzen. Ziemlich geil. Wir machen aber ohne Greenscreen. Herzlich willkommen, Luni. Herzlich willkommen. Luni, lass dir von Jack erklären, wie das funktioniert, was ich in meinem Titel zu stehen habe. Mit den Ultra Top Secret. Lass dir das von Jack erklären. Es gibt ein Geheimnis in diesem Spiel. Und Jack kennt dieses Geheimnis. Und Jack wird dir dieses Geheimnis erzählen. Aber nur unter 4 Augen. Nur unter 4 Augen. Um Profiliga zu kriegen, musst du gut spielen. Dann wirst du das ja niemals... Dann wird das ja niemals mit Just Dance. Ach Quatsch, ich habe doch die letzten Spiele gewonnen. Die letzten Spiele waren gewonnen. Man muss, glaube ich, einfach nur 10 Matches machen. Ist so. Einfach 10 Matches, Mann. So. Hier. Wo seid ihr? Schieß rein! Schieß doch! Ich habe das Tor gemacht. Da steht Brownie. Warte mal. Sind die dritten Items schon da? Ja, Jack. Das sind Fußball-Items. Das sind Fußball-Items. Heute released, Jack. Richtig geil. Richtig geil. Soll ich diese dir gleich zeigen nochmal? Die Items sind so gut. 45 Schläge. Oh nein, Flampingo. Da musst du nochmal ran. Da musst du nochmal ran. Und Woche 3 ist da, Jack. Fußball-Items sehen richtig hübsch aus. Perfekt für meine Frau. Was? Was ist perfekt für deine Frau? 45 Schläge oder was? Eins.
So. Die spielt Fußball am liebsten. Ach so. Ich dachte jetzt, 45 Schläge wären perfekt für deine Frau. Verstehe. So redet man aneinander vorbei, weißt du? So redet man aneinander vorbei. So entstehen Missverständnisse. Einfach unklar formuliert. Die Fußball-Items meint er wohl. Ja. Ja. Doch nicht die Schläge für die Frau. Dachte ich auch. Siehst du? Fetzer denkt auch gleich wieder an Frauenschlagen. Aus der Ecke kommt der Fetzer. Er mag es hart. Ne? Fettsweet. Ich weiß nicht mal, was ein Fettsweet ist. Was ist das? Ist das so ein Ganzkörper-Latex-Kostüm? Und gleichzeitig muss man übergewichtig sein? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, Brownie hätte ich auch gesagt. Wunderschönen guten Abend, Danedo. Was ist ein Fettsweet? Ist das das, was ich denke? Einfach so Batman... Also ein übergewichtiger Batman sozusagen. Das ist ein Ganzkörperanzug, der dich dick macht. Ach so, ich dachte, man ist... ja, ich habe auch einen Fettsweet gerade an. Ich habe auch einen Fettsweet an. Macht mich auch dick. Ich bin gar nicht so dick. Oh, guck mal, jedes Mal steht mein Name am Tor. Letzter Fetz Frauengesicht. Fetzers Motto. Ja, das Fetzer im Namen steht mit seinem Namen. Ja, Witz verkackt. Wie in Big Mamas Haus. Aufpassen, dass hier kein Tor entsteht. Ich bin so oder so fett, ich brauche keinen Speed. Ist sowieso günstiger, als so einen Speed zu kaufen. So kommen die Insider hier raus. Ja. Man nennt ihn auch den Frauengesichtsfetzer. Oh mein Gott. Und Fetzers Gaming Club ist in Wahrheit ein Harem. Du hast dein Können in einer weiteren Sportart bewiesen. Wirst du noch andere meistern? Nö. E ist das Minimum. Leute, wir müssen jetzt ganz hoch auf S, ne? Das ist euch klar. Wir müssen hoch auf S spielen. Wir müssen hoch auf S spielen. So, an alle, die es noch nicht wissen, ich zeig's euch noch mal kurz. Woche 3 ist da. Dieses geile Fußballtrikot gibt es. Jack. Diese geile Sonnenbrille. Was ist das eigentlich? Fußballausrüstung, was soll das sein? Wenn man ein Tor schießt oder was? Ach, Spielzeugregen. Das ist tatsächlich diese Toranimation wie in Rocket League. Wie geil. Wie geil. Wow, und dann kann ich hier so eine Frau sein. Miki, vielleicht hat sie meine Spotify-Songs gesehen. So. Ihr wollt jetzt wirklich schon, dass ich ausmache? Wollt ihr wirklich, dass ich schon ausmache? Ich dachte, wir spielen noch ein bisschen Sport. Herzlich willkommen, Aura. Lurk, danke für den Lurk. Jack sagt ja. Fang an zu tanzen. Kepa mega weint. Hey, aber ganz ehrlich. Irgendeiner muss mit der Kamera mittanzen. Ist so. Bitte schlag mich. Fetzer schlagen oder dich schlagen, Minky? Digga, ich habe zu viel Spezi getrunken. Ich kann jetzt nicht tanzen. Dann kommt mir alles wieder oben raus, ne? Dann übergebe ich mich. Werde ich dann gebannt auf Twitch, wenn ich mich hier live übergebe wegen euch? Wo ist meine Pulsuhr? Wir müssen erst die Pulsuhr finden. Wieso ist das Ding hier offen? Ach Mann, alles muss man hier wieder selber tun.
mein Fingernagel ist umgeknickt. Ah, mein Fingernagel ist umgeknickt, Leute. Ich kann nicht tanzen. Ah, mein Fingernagel. Aua. Als ich meine Hose gerade hochgezogen habe, ist mein Fingernagel umgeknickt, Leute. Oh, scheiße, das wird einfach absterben, oder? Der ist komplett so abgeknickt. Oh, wollt ihr den mal sehen? Man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Leute, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Der ist jetzt so weiß, der Nagel. Sieht man das? Man sieht's nicht. Man sieht's nicht, aber es tut weh. Ah, das tut so weh. Da, wollt ihr mal lecken? Dino-Pflaster. Ach Mann, ey. Wer kam jetzt auf die Idee mit dem Tanzen? Wer kam auf die Tanzidee? Sei froh, dass nichts anderes hängen geblieben ist. Ist dir schon passiert, oder was? Ist dir schon passiert? Okay. Also, wir sind jetzt übrigens, wir sind Fußballrang E und Bowling E. Seid ihr stolz auf mich? Wir werden alles auf S machen. Auf Profi. Alles auf Profi spielen. Übrigens, das Embargo ist gefallen, ne? Wir können auch Best Months Ever spielen. Das Embargo müsste ab heute weg sein. Ich habe das Spiel schon seit ein paar Tagen. Ich durfte euch das aber nicht zeigen. Heute dürfte ich es euch zeigen. Weltpremiere. Best Months Ever. Vielleicht morgen, oder? Heben wir uns für morgen auf. Best Month Ever. Ziemlich gutes Spiel. Warte, ich zeige euch mal ganz kurz als Überbrückung. Wir müssen nämlich noch das Ding rausholen. Just Dance. Da ist es schon.